Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Brickbärts Bausteine Besprechungen. Heute mit einem weiteren Special und es geht um 10 kunstvolle Kostüme. Und los geht es! Ja, ich finde ja, dass Lego in den letzten Jahren wunderbare Figuren herausgebracht hat und besonders stechen für mich da diese kunstvoll gestalteten Kostüme heraus. Ich habe mir 10 davon herausgepickt, die ich dir heute in Kürze einmal vorstellen möchte, um dir einfach einen Eindruck zu geben, was für schöne, ja, Kostüme, kann man sagen, Lego hier produziert hat. Wir beginnen! Einfach mal mit dem kleinsten, ja, damit er nicht zu kurz kommt, denn der ist ja schon so kurz. Hierbei handelt es sich um einen Pinguin. Da drin sitzt vermutlich ein kleines Kind, was denn da einmal vielleicht auf den Kostümball der Schule oder des Kindergartens geht. Ja, der hat im Original dann auch noch so ein paar Schlittschuhe dabei. Das heißt, also das Ganze findet wohl im Winter statt. Sieht auch aus wie ein, ja, Winterkostüm. Nebst diesem Pinguin finden wir das verrückte Huhn. Vielleicht ist es ein Hinterwäldler-Anwalt, wer weiß. Ein Huhnkostüm, auch ganz wunderbar. Ein fröhlicher Mensch sitzt da drin und man erkennt ganz klar hier auch, ne, es handelt sich um ein Haushuhn oder was auch immer. Heißt es Haushuhn? Ich habe keine Ahnung. Ja, das Huhnkostüm. Dann kommen wir mal so ein bisschen in die Richtung Fantasie. Hier haben wir ein Einhorn. Ein Einhorn klingt super. In weiß gehalten mit einem lilafarbenen oder, wie heißt diese Farbe nochmal? Dark Lavender? Das sind immer so interessante Farbennamen, die man sich nicht so gut merken kann. Ich zumindest nicht. Ja, hier Schwanz bzw. Kamm. Das Horn in weiß gestaltet. Da drin sitzt eine adrette, upsala, junge Dame, könnte fast eine Prinzessin sein, so vom Look her. Und das Ganze mit blauen Händen und Füßen. Also diese Figur. Meine Schwägerin hat, glaube ich, nicht eine Lego-Figur, nur diese. Also hat sie doch eine, aber immerhin. Eine ganz besondere Figur fand ich damals, als sie rauskam, diese Biene. Sie hat mich gleich fröhlich gemacht. Dabei ist noch so ein Honigtopf, den habe ich jetzt hier nicht. Ja, man sieht hier die Flügel und diesen Hut. Dieser Hut ist ganz interessant, kann man das sehen? Ja, der ist so ein bisschen biegbar, also das ist nicht so dieses harte Plastik. Und auch hier eine besonders fröhliche Person, die sich unter diesem Kostüm befindet. So, dann sind wir auch gleich schon mit der ersten Reihe am Ende. Wir müssen noch in die Außen gehen und wir machen mal hier weiter. Der Panda-Bär ist so ein bisschen eins meiner Lieblingstiere. Ich mag so diese Art von Pandas total gerne. Die wirken so entspannt. Die essen den halben Tag. Zwar immer nur ziemlich wenig nahrhaftes Zeug, aber wenn die da so auf der Erde sitzen, mit ihrer Wampe auf dem Bambus rumkauen, dann finde ich das äußerst sympathisch. Und ich mag sehr, sehr gerne dieses niedlich gestaltete Panda-Gesicht. Und darunter ist gar nichts. Haha, doch, natürlich. Darunter ist natürlich auch ein fröhlicher Zeitgenosse, der dieses Panda-Kostüm hier angezogen hat. So, dann gehen wir hier hin und kommen, soweit ich das erinnere, in die Minifiguren-Serie Nummer 6 oder war es 5? Gut vorbereitet, Brickbert! Ist ja auch egal, also es ist eine Figur, die schon länger jetzt aus den Minifiguren-Reihen heraus ist natürlich. Das ist Jahre her, dass es diese tolle Echsenfigur gab. Ja, hier hinten mit dem dunkelgrün gehaltenen Kamm, vorne mit diesen Zehen. Aber das ist natürlich alles nur Tarnung. Darunter sitzt auch ein ganz freundlicher Zeitgenosse. Schön ist, und war es auch für damalige Verhältnisse, diese Hände in dieser grünen Farbe. Das Ganze wirkt total organisch. Wenn ich mal so ein Kostüm am Karneval oder am Fasching anhaben sollte, kann ich mich nur selber beglückwünschen, ob der Qualität des Aussehens. So, verbleiben 4 Kostüme. Persönlich sehr sympathisch ist mir auch dieser Herr Gorilla, der vermutlich auf den nächsten, ja, der ihm irgendwie blöd kommt, diese Banane wirft. Ich finde, der hat so einen herrlich kritischen Blick, so, was ist hier los? Bin eigentlich gar nicht so gerne hier. Aber es sieht ganz wunderbar auch mit diesem
ja, mit dieser Gorilla-Brust, mit dieser typischen behaarten Brust. Da kann man sich richtig vorstellen, wie er die Fäuste dagegen wirft. Banane ist natürlich auch dabei, aber wie gesagt, nicht mehr lange, wenn sie dann der Nächste an die Birne bekommt. Relativ jung ist, ja, es ist immer schön Tann auf Tann, relativ jung ist dieses mit einer Möhre ausgestattete Lama-Kostüm. Auch da finde ich diesen Lama-Kopf ganz süß gestaltet. Also da bin ich wirklich ein großer Fan von und habe mich sehr gefreut, als ich diese Figur dann auch ertastet habe. Hier mit Dark Tan farbenen Händen und darunter auch wieder mit einer sehr fröhlichen, fast überfröhlichen Person, die aber auch einen kritischen Blick wagen kann. Also dieses Lama, ein Gewinn für jede Kostümparty. Und die Dame darunter wirkt sehr sympathisch. Die hat man natürlich auch gern auf der Kostümparty dabei. So, dann haben wir hier noch ein Haifisch-Kostüm, ja, hier mit so einem größeren Formteil. Also diese Form der Rückenflosse und der Schwanzflosse des Hais ist hier in einem Guss. Auch hier wieder mit diesen schönen Armteilen. Und darunter sitzt auch wieder ein recht fröhlicher Zeitgenosse. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das sehr viele unterschiedliche Gesichter ist. Aber vermutlich entfernt er sich dann irgendwann von der Kostümparty und sieht einen echten Hai und ist dann entsprechend verängstigt. Abschließend kommen wir noch zu dieser crazy Kreatur. Ja, was ist das? Ist das eine Leopardin? Ist es ein, muss selber mal gucken, Tiger? Wenn ich mich recht erinnere, war das bei einer Batman-Movie-Reihe von Lego dabei, diese Figur. Und ich finde, sie passt natürlich ganz wunderbar da rein. Der Blick sagt alles. Hier ist die Fröhlichkeit nicht unbedingt vorhanden. Aber ich finde, man kann diese Figur auch wunderbar integrieren auf eine Kostümparty-Szenerie. Ja, nimmt man das alles zusammen. Ich setze mal die Kollegin hier wieder hin. Haben wir hier insgesamt 10 ganz, ganz tolle Figuren. Ja, die einfach jede Szenerie bereichern. Wenn man jetzt überlegt, man hat die modularen Häuser oder hat selber eine Häuserzeile gebaut, da lässt man den Umzug durchlaufen, ja, den Karnevals-Fasnacht-Umzug. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch im letzten Jahr in der Pfalz und im Ruhrgebiet nicht wirklich gefeiert worden, weder Karneval noch Fasching. Ich bitte die Unkenntnis der regionalen Gegebenheiten zu entschuldigen. Ich sitze etwas nördlicher hier und ja, dementsprechend ist es doch schön. In diesem Jahr sieht es wahrscheinlich auch finster aus, das Ganze zu Hause zumindest ein bisschen mit Lego-Figuren zu kompensieren, beziehungsweise mit Lego-Figuren, die einen Umzug darstellen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Auch heute verzichte ich natürlich bei diesem Special auf eine Wertung. Darum geht es gar nicht. Es geht um Anregungen. Es geht darum, sich einfach mal näher noch Figuren anzuschauen, die es auch zum Teil einfach schon länger nicht mehr gibt. Und deswegen sage ich bis denn bei Brickbert. Und im Übrigen meine ich, dass Lego mehr Burgen herausbringen sollte.